Moin, meine Lieben. Jetzt geht es mal um ein neues Thema, nämlich eine Firma in Deutschland vorstellen. Warum Sie jetzt Windmühlen sehen, können Sie sich natürlich fragen. Naja, eine dieser Firmen sitzt zufällig in Aurich und produziert Windenergieanlagen. Ein wunderbares Wort. Einer der Marktführer in Europa, ich glaube in Deutschland sogar größter Produzent, produziert natürlich nicht nur in Aurich, sondern hat auch Zweigstellen in Indien, in Brasilien und anderswo. Ist sehr gut am Markt, weil natürlich in CO2 geprägten Zeiten Windmühlen zum Ernten des Windes und zur Herstellung von Strom etwas ganz Wunderbares sind. Nun müssen Sie sich natürlich nicht mit der Technologie von Windmühlen beschäftigen, aber die Firma Enercon ist eine von drei Firmen, mit denen Sie sich in dieser Einheit beschäftigen können. Ziel ist es, landeskundlich sozusagen, eine Firma kennenzulernen und sich diese Firma für den Deutschunterricht nutzbar zu machen. Da hängen viele Dinge dran, zum Beispiel auf den Webseiten überhaupt, sich über Geschichte und Produktion und Gründer und Ähnliches klarzumachen, aber auch andere Teile. Zum Beispiel könnte man ja ein Bewerbungsgespräch führen im Klassenraum, zum Beispiel könnte man sich auch digital per E-Mail bewerben. Unterm Strich Landeskunde verbunden mit den typischen Inhalten des Deutschunterrichtes und bei der Gelegenheit auch ein bisschen Webrecherche. Wer Lust hat, kann natürlich auch mit der Technologie von Windenergieanlagen sich im Unterricht beschäftigen. Auf jeden Fall finde ich, dass es immer interessant ist, sich mit einer Firma zu beschäftigen, wobei Sie sich nicht mit den drei hier vorgeschlagenen zufrieden geben müssen. Sie können auch herzlich gerne eine andere Firma nutzen. Hauptsache, sie ist spannend und interessant für Ihren Deutschunterricht. Dann, man los!